Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt nochmal fix den Stein zum Fallen kriegen. Und dann mal weitermachen. So, ich würde aber vorher nochmal bei den Tränken vorbeischneien. Hier, machen wir mal 5, 4 und zack. Ne? Wollte nicht tauschen. So, und die packen wir jetzt wieder da rein, damit ich halt wieder ein paar billige Ausdauertränke zur Verfügung stehen habe. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt dieses Steinkonstrukt endlich zum Fallen kriegen. Das hat ja jetzt in der letzten Folge nicht so gut geklappt. Jetzt will ich den aber unbedingt haben. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal gucken, dass hier wirklich nicht irgendwie noch was ist. Ja, doch, hier hinten. Am Portal hängt noch einer. Ich glaube zwar nicht, dass der damit zusammenhängt, aber möglich. Deswegen nehmen wir auch gleich den hier. Den hier mit. Eigentlich ist es ja wurscht. Stein ist Stein, ne? Aber trotzdem, nochmal gucken. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie bedeutet, dass wir das nicht hinkriegen. So. Ja, aber hier ist nichts weiter zwischen. Da hinten ist noch ein Fitzelchen, aber auch der dürfte eigentlich nicht damit zugehören. Das ist halt immer blöd, wenn es dann in dem Moment, wenn man dann irgendwelche schweißtreibenden Arbeiten macht, permanent am Regnen ist. Das ist immer ein bisschen doof. So, gut, aber müssen wir mal gucken. Kriegen das schon irgendwie hin. Oh, hier unten ist auch noch einer. Wird er auch noch mit dazu? So, war Speicherleck. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ein Leck, es ist zusammengebrochen. Nein, ich habe vergessen. Ich habe schon wieder ausgeblendet, dass das Spiel speichern möchte. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut, diese Autosaves, die retten einen schon. Wenn man es sich immer ständig überschreiben lässt. Ist schon nicht verkehrt. Muss man bloß aufpassen, dass es beim Update dann halt auch dementsprechend so bleibt, wie ich das haben möchte. Weil dann immer nochmal eine neue Datei ansetzt. Gut, kostet dem Server jetzt hier ein bisschen mehr Leistung, aber es geht bis jetzt noch. Bis jetzt habe ich noch nicht genug übertrieben. Und hier ist auch noch ein Steinchen. Noch einen gefunden. War gefundenes Fressen. Und hier unten ist auch noch einer drin. Okay. Na gut. Sollte aber jetzt so langsam richtig sein. Jetzt gucke ich hier hinten nochmal nach. Das muss doch heute fallen können. Ist doch nicht wahr, dass wir das nicht hinkriegen, dass es nicht fällt und so. Hier hinten ist jetzt auch nichts weiter drinne im Stein. Oder im Boden. Ab und zu gehen die ganz leicht raus, ab und zu habe ich wirklich so ein bisschen Probleme, die rauszupopeln. So, das heißt, wir probieren es jetzt einmal. Nehmen wir mal kurz hier, ich habe mir extra ein bisschen Holz mitgenommen. Damit wir da einmal rangehen können. Das war die falsche Taste. Jawohl. Wir haben jetzt alle. Ah, Grube endlich voll. Ist das schön. So, jetzt reißen wir hier nochmal das Holz weg. Und jetzt haben wir es auch endlich. Gut, hat ja nicht mehr viel gefehlt. Hat ja wirklich nicht mehr viel gefehlt.
Gucken wir, dass wir das noch einmal schnell ins Portal reinkriegen hier. Muss bloß aufpassen beim Rausgehen. Könnte ein bisschen tief fallen. Bisschen. Aber passiert. So. Dann nehmen wir das einmal. Dann einmal das Holz. Das brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist es eigentlich nur noch erstmal ein bisschen hin und her laufen. Abholen, reinschmeißen, abholen, reinschmeißen. Dann würde ich auch sagen, jetzt haben wir ein bisschen Schwarzmetall ja hier liegen. Da gucken wir dann auch nochmal, dass wir das dann halt nochmal hinten zum großen Konstrukt bringen. Zur Mini-Festung. Und dann bin ich hier wirklich am Überlegen. Jetzt machen wir ja hier quasi Planänderung. Aber nur quasi. Naja, manchmal kommt es halt ein bisschen anders. Bin ich ja doch wieder auf den Bau eingestiegen. Aber gut, manchmal kommt es dann halt immer ein bisschen anders, ne? Weil eigentlich waren wir jetzt eher so auf so einer kleinen Erkundungstour. Aber gut. Denn halt heute ohne Erkundungstour. Bin ich am Überlegen, lasse ich dich jetzt stehen oder lasse ich... Ja, ich lasse dich noch stehen. Wir haben ja da hinten noch welche und... Wir haben ja hier noch ein paar Steine. Das heißt, jetzt haben wir erstmal den restlichen Stein da. Und könnten hier erstmal weiter ausbauen. So, dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt zuallererst den Steinmetz. Weil diesen brauche ich. Und dich kann ich eigentlich auch gleich mit wegrasieren hier. Weil es ist ja jetzt wichtig, wie das jetzt mit der Mauer weitergeht. Und dementsprechend bräuchten wir ja dann hierfür auch nachher noch das richtige Häuschen. Dann kann man das ein bisschen besser einsehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Und zwar gucken wir jetzt mal schweren Bau. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen was holen. An Stein. Darf nur das Schwarzmetall da hinten nicht vergessen. Komm, 25er nehmen wir uns nochmal mit. Werden wir halt viele Steine verbrauchen. Und zwar werde ich mal den hier haben wollen. Ne, das war nach innen gesetzt, ne? So rum war das. Damit die ineinander liegen. Das Holz kommt ja nachher weg. Das Holz kommt ja nachher weg. So. Gut. Geht ja mit dem Holzrand ein bisschen besser. Aber gerade so hier die Grenze. Gut, dann kann ich hier aber auch schon mal ein Stück weiter gehen. So. Haben wir das schon mal soweit. Gut, dann gucken wir jetzt, dass wir jetzt hier die Steine reinsetzen. Na? Na, so sollen die nachher rein. Der hier scheint aber nicht richtig zu sein. Das sieht ein bisschen zu sehr ineinander gesetzt aus. Ah, jetzt. So, bei dem hätten wir dann nachher das Problem, ja. Machen wir erstmal wieder Auto. So. Ach, jetzt fehlt die Voraussetzung, ja. Gut. Kriegen wir auch noch hin. Dann kann der Holzrand dann auch so langsam weg. Und jetzt bin ich am Überlegen. Oh, ein bisschen zu viel.
Das Holz nochmal wieder rein hier. Dann reicht's auch. Wie gesagt, das, was wir jetzt an Stein geholt haben, das ist so schnell verbaut. Das sollte nicht das Problem sein. So. Aber wir wollen ja einen guten Fußboden jetzt mal auch haben. Und dementsprechend hauen wir uns ja auch mal einen guten Fußboden rein. So, und jetzt merke ich hier, werden wir dann ein bisschen zu schief, dadurch, dass ich es immer zwei gemacht habe. Man, gut, dass wir dann immer so ein bisschen austesten hier. Man könnte es jetzt trotzdem machen, man kann es ja hier reinschieben. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ich glaube, ich werde das dann einfach so drunter schieben. Das wird nachher nicht so krass auffallen. Gut, ich mach mal kurz den Stein weg, dann könnten wir mal kurz ein bisschen schlafen. Hauptsache der Boden sieht dann nachher ganz gut aus. Weil ich möchte den Boden gerne einheitlich haben. Aber ich hätte halt gerne auch diese Rundung drin, ne? Weil ich möchte halt vorne an, möchte ich nachher in dieser Rundung die Portale einbauen. Ja. Muss dann auch dementsprechend groß. Also das, was wir jetzt sozusagen hier oben haben, was oben steht, das soll ja dann nachher hier vorne mit rein. Und davon möchte ich nachher auch noch einen zweiten in das Gebäude integrieren. Das wird aber da sein, wo halt ja derzeit jetzt Tavernchen steht. Und dann bauen wir das genauso ähnlich vom Design her auf, wie jetzt das Lager auch. Wie gesagt, das Lager gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist mir mal was Gutes gelungen. Ich mag das auch mit dem Steinboden. Von daher müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt hier schön reinsetzen. Ah, hier müssen wir wirklich dann nochmal ein bisschen gucken, ob ich da nicht doch vielleicht nochmal eine Ecke oder so nachher rausnehme. Na, gucken. So, na. Jetzt werde ich zu schnell mit den Sätzen. Ich den da nicht rein. Ah, doch. So, der hier kommt weg. Den brauchen wir gerade nicht. So, fehlende Voraussetzung. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, hier in den Ecken könnte ein bisschen schwierig werden. Hier muss aber nochmal einmal kurz reingehackt werden. Das sollte schon ausreichen. Dann gucke ich mal aber, dass ich jetzt hier blub blub blubs, Herstellung, das Ding wieder hinstelle. Jetzt hier einmal kurz den Holzrand rausnehmen. Den wollen wir ja jetzt hier nicht mehr haben. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es soll an und für sich von der Höhe her genauso wie das da vorne von der Höhe her werden. Das heißt, hier vorne kommt dann nachher auch nochmal so eine schöne große Tür rein. Wie gesagt, ich mag die neuen Türen. Das heißt, die kommen dann hier vorne reingesetzt. Müssten wir ja noch die ersten zwei hier rausnehmen. Stimmt. So. Okay, ob das jetzt so geht. Aber wir sind ein bisschen tiefer als hier drüben, wa?
Ah, super. Sind wir aber sowas von. Naja gut, hier haben wir es ja auf die Hälfte angesetzt, ne? Hier haben wir es auf die Hälfte angesetzt. Das ist okay. Kriegen wir schon hin. So, hier wir nochmal ein paar Steinchen raus. Und dann können wir auch gleich ein bisschen Holz verbauen. Könnte ich eigentlich nochmal gucken. Wir brauchten für die guten Türen Teer und 4 Eisen. Das heißt, 8 Eisen kann ich mir eigentlich auch nochmal mitnehmen. Mann, gut, dass wir so viel Eisen gesammelt haben. So, 8 Eisen. Und 4 Teer. Kriege ich das noch rüber? Kann ich die Türen ja wenigstens schon mal da drüben positionieren. Aber die braucht eine Eisen... Die brauchten ja eine Schmiede. Okay. Kann sie immer noch positionieren? Ach, weil meine Schmiede hat so eine krasse Reichweite gerade. Okay, gut. Da soll nachher die Tür hin. Mal gucken, dass wir hier... Ne, wie hatte ich denn das gemacht? Ich glaube, ich hatte das mit dem Ganzen gemacht, ne? Muss selber nochmal gucken. Hatte das mit einem halben oder einem. Ne, ich hab's mit einem halben gemacht. Diesmal meist aber mit einem ganzen. So. Wobei, eigentlich müsste ich es mit einem halben machen, damit ich sie gut ansetzen kann und gut da rein riemeln kann. Schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt muss die doch nochmal weg. Genauso wie die hier. Damit ich sie da gut einbauen kann. Weil siehst du, der hier hat sich nämlich jetzt schon verschoben. Nochmal weg. Verschoben nicht so gut. So, jetzt müsste es aber passen. Ah, jetzt passt das. Jetzt passt das definitiv. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier dann halt vom Inneren her reingehen. Passt das so überhaupt noch? Ja. Fehlende Voraussetzung, Holz. Na gut. Passt noch. Aber hier werde ich dann halt keine Tür hinkriegen, ne? Keine Tür. Gucken wir nochmal. Ja, das guckt dann halt rüber, ne? Schwefelgericht. Okay. Na dann, kommt mal her, meine kleinen Feuerviecher. Ihr wollt mir ein bisschen Kohle schenken, ja? Na, komm her. Seh nichts. Bei der Rauchvergiftung. Mensch, jetzt bleib doch mal hier. Ist ja schlimm mit dir. Der Holzzaun. So, du auch? Kleiner Feuerling hier. Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Zum Glück reicht ja einmal ein Schlag aus. Um sie mal kurz wegzumachen. Der arme Zaun, der ist ja schon fast kaputt hier.
Bleib doch. Ich wollte gerade sagen, brennt auch Holz, aber nee. Hat nur sehr viel Schaden gerade gefressen. Wenn dich der Feuerball trifft, dann siehst du halt gar nichts mehr. Bleib doch mal hier. Seh nichts. So rauche ich hier. Jetzt weiß ich auch, warum die immer wegrennen. Na, kommen die nächsten zwei. Der Geruch verblasst. Ah, aber da hinten, ja, ich sehe da hinten noch welche. Die sollte ich nochmal wegräumen, nicht, dass sie jetzt hier... Na, nochmal stänkern tun. Na gut, scheint jetzt aber alle gewesen zu sein. Jetzt bin ich ja am überlegen, wie ich das am besten einbaue. Weil ich hätte gerne natürlich die Tür auch wieder reingesetzt. Und dann greifen die hier einfach an. Um was Besseres zu tun. Haben auch natürlich die Wand hier gleich kaputt gemacht. Naja, wie gesagt, das hier würde gehen, aber das hier sieht scheiße aus. Man könnte jetzt vielleicht das nachher nochmal mit einem Kernholzbalken absetzen. Oder aber, jetzt kommt mir noch eine andere Idee. Wir ziehen das jetzt hier einfach noch ein Stück vor. Machen denn ein auf den halben hier. Na, hier sieht man es ja eigentlich auch nicht. Ich müsste eigentlich nach außen gehen, ne? Eigentlich müsste ich nach außen gehen. Nach außen wird man das aber denn sehen. Machen wir da. Klappt auch nicht. War auch blöde Idee. War auch eine blöde Idee. Dann lassen wir die hier. Vorne drin. So. Und setzen die Tür dann direkt davor. Natürlich habe ich jetzt nichts davon aufgenommen. Ich auch noch die ganzen anderen Sachen dabei habe. So. Dann wäre das jetzt nicht so ein Problem. Der den Falschen erwischt hier. So, jetzt gucken wir mal, dass wir kurz das Holz ein bisschen loswerden. Das hier nochmal schnell mit anbauen. So, wenn der jetzt halt so ein bisschen in die Tür geht, ist das jetzt schlimm? Nee. In der Tür jetzt nicht. Jetzt gucken wir mal, wenn wir die Tür öffnen. Nee, guckt auch nicht raus, auch zur anderen Seite hin nicht. Sieht aus, als wenn es gehalten wird. Perfekt. So. Ich möchte bitte, dass du dich da drauf setzt. Und schon fehlt Holz. Gut, ich lege mal kurz ein bisschen was ab. Sollte nicht das Problem sein. So, jetzt hier einmal kurz die Steine beiseite. Jetzt machen wir hier nochmal die Kohle, machen wir denn hier mit rein. Die Würfel packen wir hier mit rein. Haben wir ja nochmal wieder einen Würfel umsonst gekriegt.
Hier ist nichts sortiert, da war nichts, hier auch nicht, hier sind die drinne. Wenigstens eine Trophäe nochmal bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das jetzt nochmal erstmal mit Holz ansetze. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal Holz aus dem Lager. So. Damit wir wenigstens schon mal ein bisschen Holz loswerden. Und ich hinten die ganzen anderen Sachen so weit wegpacken kann. Gut, wie gesagt, packen wir jetzt hier erstmal die zweite Etage drauf. Aha. Das haut nicht ganz so hin. Ich muss den ja von unten nehmen. Ungefähr so. Gut. Dann machen wir hier dasselbige. Vielleicht sollte ich den gleich von unten eins nehmen. Dann wird das wohl wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ne? Sieht zwar ein bisschen verworren aus. Ah, gucken wir mal. Ja, es passt eigentlich noch ganz gut von der Rundung her. Da man sieht hier so ein bisschen die Ecken, aber das können wir nachher nochmal verzieren, dann wäre das nicht das Problem. Von außen sieht es bis jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, dann haben wir das schon mal durch. Jetzt müsste ich mich sowieso erstmal nach oben begeben. Weil wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier auch wieder so ein Vordach haben. Was das Ganze dann begradigt. Plus diesmal machen wir sogar ein begehbares Dach. Oder diesmal würde ich gerne ein begehbares Dach haben wollen. Und nur mal gucken, wie weit ich jetzt hier nach außen gehen kann. Ohne Stützen. Na, vielleicht sollte ich ja hier mal so ein paar zwischensetzen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Stütze. Jetzt. Auch nochmal. Ah, gut. Ist genau ein drüber. Wunderbar. Das heißt ungefähr so. Gut, dann kann ich hier auch nochmal. Bin ich genau ein drüber. Und dann passt das. So, man könnte jetzt hier nochmal ein drüber gehen. Mal gucken, da muss ich mir dann nochmal überlegen, wie ich das dann am schlausten und am besten mache. So. Na, er will immer nicht da, wo ich ihn haben will. Hinflezen. Gut. Es zählt immer nur am Wechseln. Hauptsache, dass das nachher passt.
So, jetzt brauchen wir nochmal den Einer hier. Oh, jetzt ist der Hammer zerbrochen. Also wie gesagt, ähnlich wie mit hier. Bloß jetzt halt mal mit rund. Mal gucken, ob das auch hinhaut. Werde ich hier nochmal kurz alles einmal durchreparieren. Eigentlich brauchen wir da ja noch nicht mal ein Dings drüber für ein kleines Treppchen. So, jetzt will ich aber hier nochmal gucken. Na gut, einen müsste ich noch. So. Dass ich das hier jetzt noch gerade rüberziehe. Gut, dann haben wir jetzt gar kein Holz mehr. Das passt natürlich auch. Nacht wird's auch schon langsam. Ich könnte was zu essen vertragen. Na gut. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich vielleicht nochmal Blips was anderes mache. Und zwar Holz. Nehmen wir uns mal kurz ein Stack mit. Gehen nochmal kurz rüber zum anderen Ende. Und ich glaube, ich packe da jetzt auch nochmal eine Kiste hin für das Schwarzmetall. Damit ich immer weiß, wo es ist. Dann liegt das hier nicht rum. Und dann kann ich es auch nicht vergessen. Das bauen jetzt hier immer nochmal so eine kleine Holzkiste mit auf und stecken das da rein. Dann weiß ich, hier habe ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Und brauche mir da keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie despawnt oder sonst sowas. Oder halt einfach nur doof rumliegt. Und ich weiß immer, wo es ist. Das würde ich halt gerne noch so lassen. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht wirklich weit gekommen. Aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.